Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fuel. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, uns die ersten Sammelobjekte zu holen. Und zwar haben wir uns hier das geholt, die Lackierung, diesen Aussichtspunkt. Aussichtspunkt? Genau. Und zudem auch noch diese Lackierung. Und heute wollen wir damit weitermachen. Heute werde ich das Ganze auch mal ein bisschen zusammenschneiden. Das heißt, die langweiligen Passagen werden dann rausgeschnitten. Und wir wollen uns als nächstes diese ganzen Sachen hier holen, die ganzen Lackierungen und den Aussichtspunkt. Und dafür gehen wir am besten zu diesem Rennen hier hin, Rennen am Seeufer. Das geht einfach am schnellsten. Teleportieren uns einfach schnell hin und dann geht's los. So, da sind wir. Das Rennen geht los. Aber wir gehen natürlich direkt nach draußen. So, und jetzt haben wir freie Fahrt, um uns hier die Sammelobjekte zu holen. So, wo sind sie denn? Ach so, wir fahren genau in die falsche Richtung. Das ist natürlich jetzt blöd. So, Pony Creek. Das ist der Aussichtspunkt. Ich glaube, das holen wir uns mal als erstes. So, hier lang. Da ist er. Okay. Müssen wir jetzt hier ein bisschen Offroad fahren. Okay. Ja, dann schneide ich mal, bis der Aussichtspunkt auf meiner Karte in Sicht kommt. So, der Aussichtspunkt ist nun in Sichtweite gekommen. Jetzt fehlen nur noch wenige Meter, bis wir dort sind. Ich habe jetzt natürlich mein Fahrzeug auch wieder nicht gewechselt. Weil, ja, das einfach mal so ein bisschen länger dauert. So, da vorne haben wir es gleich. Hier fahren noch ein paar Leute noch auf den Straßen rum. Okay, ups. So, da vorn. Upsala, Moment. Ja. Hier haben wir's. Schon wieder so einer. Zack, neuer Aussichtspunkt gefunden. Was war das? Achso, das ist der Untergrund, der diese Geräusche macht. Ja, ganz nett hier, ne? Aber was heißen diese Aussichtspunkte eigentlich? Können wir uns da jetzt direkt hin teleportieren? Oder was heißt das? Weil hier hatten wir auch schon einen. Weil hier ist ein A, dorthin fahren. Ah, okay. Tatsache. Wir können uns direkt dorthin teleportieren. Okay, das ist natürlich auch praktisch. Ja, dann teleportieren wir uns gleich mal wieder zurück. Zum anderen, ne? Ist ja hier relativ in der Nähe direkt. So. Und jetzt holen wir uns die weiteren Sachen, die hier so in der Umgebung sind. Ja, und dann schneide ich wieder, bis eins von diesen Sachen in meine Sichtweite kommt. So, da haben wir die erste Lackierung in Sichtweite, die wir einsammeln können. Und die zweite auch schon direkt. Das heißt, die werden wir gleich uns schnappen können. So, einmal noch durch den Wald hier hindurch. Und da vorn wird es dann auch gleich schon sein. So, upsala. Aber bis jetzt haben wir tatsächlich noch keine einzige Herausforderung gefunden. Also die müssen dann ja auch irgendwo woanders versteckt sein, wo sie nicht so leicht auffindbar sind. Bisher zumindest. Okay, jetzt müssen wir den Berg irgendwie hochfahren. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger als erwartet. Aber komm, das kriegen wir hin. So, hier geht es nämlich nach oben. Die Lackierung ist anscheinend ziemlich weit oben platziert auf diesem Berg. Wie kommt man denn da vernünftig hoch eigentlich? Achso, auf der anderen Seite, ne? Würde ich jetzt mal schätzen. Okay, es wäre vielleicht doch praktisch, wenn wir uns jetzt dafür ein anderes Fahrzeug nehmen. So, am besten den Volcarry. So. Obwohl, der ist ja eigentlich nicht so für Bergsteiger-Sachen nicht so geeignet, ne? Tja. Okay, wir fahren dann mal lieber hier lang. Und dann hier entlang. Ja, das sieht schon mal relativ gut aus.
Ah, ich sehe es sogar schon. Da vorne die Lackierung. Ganz in der Nähe. So. Ah, irgendwo hier, Moment. Ja, wir müssen erstmal hier lang fahren. Ganz schwieriger Weg ist das. So, jetzt müssen wir aber da hinkommen eigentlich. So, Vorsicht, nicht runterfallen. Tada! Da sind wir. Neues Design für den Psychotic Fox gefunden. Okay. Das finde ich gut. Dann fahren wir am besten gleich auch zu der anderen hin. Oder sollen wir vielleicht doch erstmal dorthin? Ne, egal. Wir fahren jetzt erstmal hier hin. Das haben wir nämlich auch bereits in Sichtweite. So, erstmal fahren wir den ganzen Berg hier runter, weil... muss sein. So. Upsala. Okay, so, da vorne haben wir es doch schon. Ganz in der Nähe. Ach, wir müssen da hoch, glaube ich, ne? Das kann natürlich sein. Da müssen wir doch nur einen kleinen Umweg fahren, so wie es aussieht. Denn bei The Crew konnte man sich ja auch auf der Karte an jeden beliebigen Ort teleportieren. Das geht hier leider nicht. Wobei das ja auch ganz gut ist, dann wird man ein bisschen mehr dazu gezwungen, hier auch Offroad ein bisschen rumzufahren. Wobei, man konnte bei The Crew ja nur... Ups, Moment, wir fahren in die falsche Richtung. Man konnte bei The Crew ja nur an die Orte sich teleportieren, die man schon entdeckt hatte. Also nicht an jeden beliebigen Ort. Aber auch das geht ja hier nicht, deswegen, ja. So, wie kommt man denn da am besten hin? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, aber Moment, hier vielleicht? Nee. Okay. Das müssen wir erstmal etwas genauer inspizieren, bevor ich jetzt darauf eine direkte Antwort habe. Wollen wir vielleicht mal schauen, was das Navi sagt. Wir können einfach mal hier ein Ziel uns setzen. Das Navi sagt... Ich soll dort lang wieder, okay. Das halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für so eine gute Idee. Ich versuche mal hier lang zu fahren und dann hier so drauf. Ich glaube, das sollte ganz gut machbar sein, ja. Guck mal. Da sind wir nämlich. So, neues Design für The Bullet gefunden. Sehr gut. Okay, dann werde ich jetzt wieder schneiden bis... Das nächste Design in Sichtweite ist. Also bis gleich. So, das nächste Design ist in Sichtweite. Das heißt, wir sind schon ziemlich in der Nähe. Es fehlt nicht mehr viel, bis wir da sind. Da ich ja jetzt auch mit dem Volcarry ausgestattet bin, ist es auch... Ja, geht es relativ schnell hier, Offroad rumzufahren. So, und da vorne haben wir es doch tatsächlich schon. Da ploppen noch ein paar Objekte auf. So. Oh, Fuelfässer, die will ich aber haben. Einfach so. Auch wenn ich sie wahrscheinlich noch nicht mal mehr brauche. Okay, hier haben wir es. Zack, ein neues Design für den Psychotic Fox. Achso, wir hätten uns das vielleicht auch kurz anschauen können. Man sieht es ja immer. Ah, habe ich jetzt vergessen. Gut, machen wir nächstes Mal. So, dann, was kommt jetzt als nächstes dran? Wir haben jetzt eigentlich schon... Naja, das haben wir noch nicht hier, den Aussichtspunkt. Little Valley. Ich glaube, den holen wir als nächstes. Okay, wo gehen wir da hin am besten? Ja, hier zu dem Heliport, glaube ich. So, dorthin fahren. Oh, cool. Wir werden ja tatsächlich jetzt so herabgelassen mit dem vom Heli. Habe ich auch noch nie gesehen. Im Freeride, wohlgemerkt. Okay, ja, dann werde ich jetzt wieder schneiden, bis der Aussichtspunkt in unsere Nähe gekommen ist. Also bis gleich. Ah,
Erfolg freigeschaltet. Herumzappeln. 15 Gamerscore-Punkte. Oh, das haben wir jetzt anscheinend freigeschaltet, weil ich... Ja, weil der Fahrer einen Stunt machen wollte, aber das dann irgendwie ein bisschen missglückt ist anscheinend. Anscheinend. So, nochmal 400 Fuel und der Aussichtspunkt ist in unserer Sichtweite. War er zumindest gerade. Ja, da ist er. Ich habe mir auch wieder ein GPS-Ziel gesetzt, damit ich den Weg ein bisschen besser finde. Und wir gucken gleich mal, wie die Aussicht hier so ist von dem Aussichtspunkt. So, da vorne müsste er gleich sein. Moment, da müssen wir doch sicherlich einen bestimmten Weg nehmen, oder? Sonst kommen wir da nicht gut hoch, kann ich mir zumindest vorstellen. Naja, oder? Mal schauen. Wir gucken einfach mal, was uns hier so erwartet. So, kommen wir hier irgendwie hoch oder ist das zu steil? Ich schätze mal, das ist zu steil. Nee, bis jetzt nicht. Aber jetzt. Ach, zu schade. Okay, wie kommt man denn da sonst hin? Von der anderen Seite irgendwie? Na komm, fahr doch nach links. Was sagt denn das GPS? Ja, GPS sagt, ich soll da einfach hochfahren oder was? Das geht doch gar nicht. Ah, hier, okay, hier geht's vielleicht. Hallo? Ah. Ja. Wir schauen mal. Ah, ist schon wieder so steil. Oder sollte ich vielleicht doch ein anderes Fahrzeug nehmen? Zum Beispiel hier so ein richtiges Geländefahrzeug. Hier, Bandit. Das ist vielleicht besser. Naja, nicht wirklich. Nee. Tja, ich weiß nicht so genau. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich... Nehmen wir doch mal wieder hier... Den Volcary. Bitte. Ne, irgendwie anders muss man da hinkommen. Aber ich weiß nicht genau wie. Gute Frage, ey. Mann, ey, wie er nicht da hochkommt. Okay, irgendwo muss es ja so einen Aufstieg geben auf diesen Berg. Sonst kommt man da ja gar nicht hoch. Ah. Tja, da sind wir leider abgesoffen. Ja, ich wollte eigentlich schon wieder hier rüber jetzt. Geht aber anscheinend nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay, dann fahren wir mal da lang. Auf die Straße. Oder auf den Weg, besser gesagt. Ups, oh Mann, ey. Ja, kommt genau da jetzt ein Fahrzeug. Glaub auch. So. Okay. Ich weiß nicht so recht. Hier ist auch noch nicht so wirklich flach, ne? Aber vielleicht flach genug? Nee. Es geht hier nicht hoch. Okay, müssen wir noch weiter nachsehen, wo man hier vielleicht mal hochkommt. Fahren wir nochmal runter. Das ist jetzt schon etwas schwieriger hier, die Angelegenheit. So. Wir fahren hier so ein bisschen rum. Hier irgendwo müsste ja so ein guter... Wir sind ja schon ziemlich weit oben. Ich glaube, hier sollten wir gleich relativ gut hochkommen irgendwo.
Ja, fast. Wenn er noch ein bisschen schneller fahren würde einfach. Dann würde es doch schon gehen. Na komm. Ja. Ich wusste doch, du kannst das. So. Jetzt sind wir schon mal auf dem Berg drauf. Jetzt müssen wir nur noch zum Aussichtspunkt hinfahren. Der vorne gleich sein sollte. Okay, gut. Oh, Vorsicht, wir wollen ja nicht wieder runterfallen hier. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. So, da vorn. Tada. Neuer Aussichtspunkt gefunden. Neuen Aussichtspunkt gefunden heißt das übrigens. Wir haben einen neuen Aussichtspunkt gefunden. Okay, gut. Dann, ja. Was kommt jetzt als nächstes? Wir haben jetzt eigentlich alles, oder? Naja, außer diese Fahrzeuge hier. Das haben wir halt noch nicht. Aber was waren das? Hier, das Grüne sind Doppler-Trucks. Also hier wäre ein Doppler-Truck. Den hätten wir uns auch theoretisch gleich holen können. Aber ich weiß immer noch nicht, was hier das Rote und Blaue ist. Aber ich glaube, da fahren wir dann auch mal hin. Ja, dann holen wir uns jetzt erstmal hier diesen Doppler-Truck. Ich weiß auch gar nicht, was der uns eigentlich bringt, aber wir gucken mal. Tödliche Stacheln. The Bullet. Genau. Schraubenschlüssel. Stacheln. Pony Creek. Gut, was machen wir da am besten? Wir gehen mal... Ah, hier kann man auch direkt dorthin fahren, okay. Ja, hierhin. So, und dann schneide ich jetzt wieder, bis ja, der Doppler-Truck in unsere Nähe kommt. Also bis gleich. Doppler-Truck. Der Standort eines Doppler-Trucks wurde deiner Karte hinzugefügt. Du kannst die Positionen von 3 Doppler-Trucks pro Zone freischalten, indem du Karrieren gewinnst. Okay, jeder von ihnen kennt die Lage aller Designs, Herausforderungen bzw. Aussichtspunkte in der Zone. Verfolge sie und remple sie an, um diese Standorte auf deiner Karte anzeigen zu lassen. Oh, das ist ja praktisch. Okay. Aha. Okay. Eigentlich wollte ich... Ach so, der fährt herum. Der Truck. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, okay, dann fahren wir den mal hinterher, ne? Der bewegt sich ja. Verstehe, Leute. So, da ist er. Ich habe ihn gespottet. Nur noch eine Frage Zeit, bis wir den einholen. Aber schön, dass mir der hier auch beim GPS angezeigt wird, sonst wäre das auch ein bisschen nervig. So, da vorne ist er doch. Ich soll ihn anrempeln, wurde mir gesagt. Zack. Aussichtspunkt Doppler-Truck. Gratulation, du hast einen Aussichtspunkt Doppler-Truck gefunden. Deine Karte wurde mit den Positionen aller Aussichtspunkte in dieser Zone aktualisiert. Okay, das ist ja sehr gut. Und wie viele haben wir? Oder haben wir schon alle gefunden? Naja, noch ein paar dazu. Hier sind noch 2 dazugekommen. Okay, dann holen wir uns, würde ich sagen, noch einen in dieser Folge. Wolf Mountain haben wir hier und Grand Hill. Ja. Wo fahren wir da mal hin? Ich würde sagen, hier zur Grand Hill. Dann gehen wir hier zu dem Heliport. So, und dann, genau, schneide ich wieder und wenn der Aussichtspunkt in unserer Nähe ist, dann geht's weiter. Also bis gleich. Oh, wir haben den Design entdeckt. Da ist das Design. Okay, das ist gut. Dass wir das auch noch entdeckt haben. Okay. So, ich fahre jetzt doch erstmal zu dem Design und ich habe es auch schon entdeckt. Dort vorne ist es nämlich. Also es ist schon in unserer Nähe. Ja, und jetzt regnet es gerade ziemlich stark. Aber das macht natürlich nichts.
Wir fahren ja trotzdem weiter. Und danach wird auch die Folge erstmal zu Ende sein. Dann geht es in der nächsten Folge weiter mit den nächsten Sammelobjekten. So, also wir sollten dann möglichst immer erstmal die Doppler-Trucks uns holen, weil dann haben wir gleich mal die ganzen Sachen aufgedeckt. Wobei, eigentlich ist es auch egal. Naja, mal gucken, wie ich das mache. So, hier müsste das Design sein. Ups, oh, ich wollte es mir eigentlich angucken vorher. Egal. Neues Design für Sludge Ray gefunden, okay. Gut, dann würde ich aber sagen, geht es in der nächsten Folge weiter mit den weiteren Sammelobjekten. Dann werden wir uns hier den Aussichtspunkt holen, Grand Hill. Und ja, dann noch den Aussichtspunkt. Und dann holen wir uns am besten die weiteren Doppler-Trucks, die uns dann ja noch mehr Sachen freischalten. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Fuel und ciao.